Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 24. Oktober 2017? Der Scheinbewegung der Sonne ist im Tierkreiszeichen Skorpio. Sonne gibt Klarheit, Orientierung, das ist das Tageslicht, auch die Bewusstsein, steht in Verbindung zum Sternbild Bärenhüter. Dieses Sternbild Bärenhüter bewacht das große Bär und kleine Bär, vermittelt Schutz. Und weil die Sonnenenergie auch dazu kommt, kommt etwas ins Licht, dient zum Orientierung. Und da ist der Einfluss auch von kleinen Bär. Immerhin befindet sich unserem Nordpol, unserem Polarstern in Nordhalbkugel im Sternbild kleinen Bär. Und genau diesem Sternbild bewacht das Sternbild Bärenhüter. Und dieser Bärenhüter hat einen Einfluss auf unserem heutigen Tag. Unserem Planet Erde bewegt sich im Tierkreiszeichen Stier. Die Verbindung zu Merach, dieser Glücksstern von Sternbild Andromeda, ist vorbei und kommt eine neue Verbindung Mesartim und Scharatan. Dieser Mesartim und Scharatan diente in Antiken als Neuanfang. Damals war das der Frühlingspunkt, Symbol für ein Neuanfang und genau das vermittelt jetzt unserem Planet Erde. Wir bekommen Stabilität, Sicherheit, einen festen Boden unter unseren Füßen, wenn wir wagen, ein Neuanfang. Nicht nur Scharlatan und Mesartim sagt es auch, sondern hier in die Nähe befindet sich auch das goldene Tor, die Ekliptik, wo auch dann Einfluss kommt von Plejaden und Hyaden und da treffen wir auch klare Entscheidungen. Das ist nicht heute, aber in die Richtung bewegt sich unser Planet Erde. Wo treffen wir noch Entscheidungen? Das vermittelt die Mondenergie in Tierkreiszeichen Schütze. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze und hat eine Verbindung zum Schlangenträger. Und dieser Sternbild Schlangenträger, was nichts anderes ist als Asklepios, der himmlische Arzt, hat auch wichtige Entscheidungen getroffen. Und das kommt auch in Form, dafür sorgt die Saturn-Einfluss, weil Mond und Saturn stehen in Verbindung in Tierkreiszeichen Schütze. Mond verlässt diese Position und nähert sich zu dem Zentrum der Galaxie, unserem Galaxie-Milchstraße. Und es ist auch Zielen setzen, konzentriert bleiben, auch Veränderungen. Dazu kommt noch ein Uranus-Einfluss von Tierkreiszeichen Widder auf Saturn und auf Mond für den heutigen Tag. Sind auch Einflüsse von außen, Veränderungen, Umbrüche, schicksalhafte Entscheidungen, schicksalhafte Veränderungen. Und da passt ganz genau die heutigen Tarotkarte, was ich auch als Tagesenergie und Tagestarot veröffentlicht habe. Rad des Schicksals, schicksalhafte Wende, schicksalhafte Veränderungen, aber Näheres in den anderen Aufnahmen, Tagestarot, Tagesenergie, aber das passt ganz gut astrologisch. Dann, was noch geändert hat, das ist die Mars-Energie. Mars bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage und natürlich wird auch wichtige Thema Liebe, Partnerschaft, aber auch Neuanfang, weil gegenüber liegt die Widder, also spiegelt etwas die Widderenergie, ein Neubeginn, ein Neuanfang, Entscheidungen. Etwas zum Wagen, mutig zu sein, aber Thema Liebe, Partnerschaft kommt auch noch dazu. Und bei diesem Neuanfang stehen wir auch. In diesem Stelle Neuanfang, Neubeginn
Und die Energie des Marses möchte ich auch bekannt geben, dass ich auch etwas Neues starte. Ich arbeite in Zukunft astrologisch zusammen mit einem Schamanen, mit dem Trommel. Und wir werden, ich vermittle die kosmische Energie und dann kommt die Klang der Trommeln dazu, im Einklang zu kommen zu diesem Energiefeld, zu diesem kosmischen Energie. Ich werde in Zukunft auch bei den Tageshoroskopen am Ende des Vermitteln, also Sie haben dann die Möglichkeit, den Klang der schamanischen Trommel zu genießen. Und jetzt beginnen wir mit Mars-Energie, die vermittelt Kraft und Mut, etwas Neues zu beginnen. Es ist aber allgemein passend für diesen Neubeginn, passend zu Mars, passend zu die kosmische Energie, und das dürfen Sie gerne genießen, also nicht gleich ausschalten, sondern wir zeigen auch schöne Bilder und auch die Kraft der Trommeln. Besteht aber die Möglichkeit, das für Sie persönlich anfertigen, und besteht auch die Möglichkeit, Aufnahmen mit schönen Bildern und schamanischen Trommeln auch bestellen. Eine solche Aufnahme beträgt mein Honorar 10 Euro. Und so kommen Sie besser zu Ihren Themen, zu Ihrem Energiefeld, etwas in Bewegung setzen, etwas verbessern. Das hilft, im Einklang zu kommen zu sich selbst, aber auch zum Natur, auch zu diesem kosmischen Energiefeld. Das schamanische Trommel vermittelt das. Und jetzt schauen wir mal, wie wirkt das alles auf dem einzelnen Tierkreiszeichen. Tierkreiszeichen Schütze. Sie können mit unerwarteten Ereignissen rechnen. Hier passt auch die Tarotkarte Rad des Schicksals. Kann auch sein, dass jemand oder etwas von die Vergangenheit zurückkehrt, entweder eine Person oder eine bestimmte Situation. Es ist auch möglich, aber unerwartete Ereignisse und klare Entscheidungen, schicksalhafte Entscheidungen trifft gerade die Schützengeborenen. Dieser Einfluss von Uranus ist angenehm, sehr schön und hilft auch dabei, etwas verändern in ihrem Leben. Die Schützengeborenen brauchen auch die Kraft und Mut, und da würde ich auch empfehlen, die Klang der Trommel mal zum Reinhören, passt auch ganz gut für die Schützengeborenen, und in die nächste Zeit wird bei den Schützengeborenen ein Aufstieg sein, und es ist wichtig auch, dass momentan diese Entscheidungen getroffen werden, damit etwas in Form kommt. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen können mit einer guten Nachricht rechnen oder ein wichtiger Termin oder ein Vertrag, was auch Vorteile hat. Die Steinbockgeborenen bekommen auch Schutz, aber es ist alles unbeweglich momentan noch. Die Steinbockgeborenen sollen geduldig sein, bis etwas in Bewegung kommt. Nichts Übertreibendes erzeugt nur Stresssituation, sondern eher die Ruhe bewahren, weil die Steinbockgeborenen brauchen gerade die inneren Kraft. Und erst dann können etwas in Bewegung setzen. Da würde ich mal die Ruhe momentan empfehlen oder Meditation. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen kommen auch unerwartete Ereignisse, kommt etwas in Bewegung. Es ist ein schöner Einfluss von außen, besonders in die Liebe, Partnerschaft. Die Wassermann-Geborenen brauchen auch Sicherheit, Stabilität. Eine Nachricht kann unangenehm sein. Kann auch passieren, dass die Wassermann-Geborenen warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht, da ein bisschen Geduld noch, bis die Gespräche sich verbessern. Die Tierkreiszeichen Fischen-Geborenen fühlen sie sich ein bisschen unsicher.
ihren Gefühlen ist ein bisschen durcheinander und brauchen die innere Ruhe, brauchen gerade die inneren Gleichgewicht. In die kommenden Tagen kommt auch etwas in Form. Ein bisschen geduldig sein, was für die Fischengeborenen schön ist und angenehm. Und es kommt auch im Fluss ein guter Nachricht, schöne Gespräche oder ein Vertrag oder ein wichtiger Termin. Die Tierkreis zeichnen Wiedergeborenen, passt auch ganz gut die Tagestarot, Rat des Schicksals. Es kommen schicksalhafte Ereignisse, wichtige Entscheidungen. Und hier brauchen die Wiedergeborenen Kraft und Mut und würde ich auch für die Wiedergeborenen der Klang der schamanischen Trommel empfehlen, passt ganz gut für die Wiedergeborenen. Diese Einflüsse von außen verspricht Glück. Und die Wiedergeborenen können auch ihren Kreativität leben. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist etwas noch unsicher, was die Liebe betrifft oder die Gefühle betrifft. Obwohl wichtiges Thema ist Liebe, Partnerschaft zurzeit bei den Stiergeborenen. Wichtig ist auf anderen zugehen, Gespräche suchen, die Kontakte suchen, aber auch Gefühle zeigen und dann kommt auch etwas zurück und dann bringen sie die Gefühle, die Emotionen im Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen sollen die innere Ruhe bewahren. Aber was ganz schön ist bei den Zwillingsgeborenen, sie befinden sich gerade in einer Veränderungsphase, in einer Wandlung und jetzt verspüren sie auch mehr Kraft und mehr Mut und sie kommen in Einklang zu dieser Mars-Energie, da passt diese Trommel auch ganz gut, da kommen auch unerwartete Ereignisse und Veränderungen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen brauchen die inneren Kraft. Die Einflüsse von außen unterstützt im Augenblick nicht allzu gut die Krebsgeborenen. Die einzige, was angenehm ist und schön, das sind die Gespräche oder ein Termin oder ein Vertrag. Die Krebsgeborenen sind ein bisschen alleine gelassen und brauchen auch Kraft und das finden sich in ihren Inneren. Natürlich diese schamanischen Trommel hilft auch, diese Kraft zu spüren, würde ich für Krebsgeborenen gerade auch empfehlen, damit etwas in Bewegung kommen kann. Die Gespräche, Termine ist aber hervorragend, da haben sie die Krebsgeborenen Vorteile und die kommenden Tagen klärt sich etwas auf. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen passt auch das Rad des Schicksals, schicksalhafte Ereignisse, unerwartete Ereignisse oder wichtige Entscheidungen. Aber die Löwengeborenen sollen heute darauf achten, dass sie momentan Neider haben. Und das sind die Gespräche. Für die Löwengeborenen würde ich sagen, Augenblick schweigen, weil es entstehen dann Hindernisse in ihren Vorhaben, also Möglichkeiten, Chancen, Veränderungen sind da. Wenn die Löwengeborenen das vermitteln, dann entstehen Hindernisse. Lieber selbst die Entscheidungen treffen, schweigen und im eigenen Vorhaben, in eigener Meinung und im eigenen Kraft bleiben und sie starten auch etwas Neues. Da passt auch wieder ganz gut bei diesem Neubeginn, bei diesem Neuanfang der Klang der Trommel, was die Mars-Energie vermittelt. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist ein Aufstieg. Es ist etwas in Bewegung. Die Wagengeborenen haben Erfolg, auch beruflich, aber Glück auch in die Liebe, Partnerschaft und auch bei Freundschaften, auch neue Bekanntschaften werden die Wagengeborenen schließen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen, alles hervorragend. Die Skorpiongeborenen haben eine tolle Ausstrahlung, große Anziehungskraft, Kraft und Mut und Leichtigkeit, tolle Gespräche, Schutz, schöne Gespräche auch und Möglichkeiten, Chancen, auch Glück gerade. Also da kann ich nur sagen, die Skorpiongeborenen haben zurzeit wirklich Glück. Und diese
Tageshoroskop oder Tagesenergie ist natürlich allgemein. Jetzt kommt dazu die schamanischen Trommel, was eine Unterstützung ist, im Einklang zu kommen zu diesem Energie. Und nach wie vor könnte ich noch die Blitzberatungen noch empfehlen. Es handelt sich nicht immer um schicksalhafte Ereignisse, obwohl das heute ganz ausgeprägt wirkt für viele Tierkreiszeichen, für viele Menschen. Aber oft haben wir Fragen, was den Alltag betrifft. Wie zum Beispiel, kommt er zurück? Liebt er mich noch? Bleibe ich in dieser Arbeit? Soll ich diese Schulung machen? Werde ich umziehen? Und. Und diese Fragen zu beantworten ist nicht zeitaufwendig. Braucht man auch keine große Analyse. Und da können Sie gerne die Blitzberatungen buchen. Das funktioniert per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Sie beschreiben Ihre Lebenssituation. Es ist ein Vorteil, wenn ich die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort erfahren darf und ich beantworte diese E-Mail persönlich, natürlich auch blitzschnell, und mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Wenn Sie dazu noch die schamanischen Trommelaufnahmen möchten, dann noch zusätzlich pro Aufnahme auch 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich, aber genießen Sie noch den schamanischen Trommelmusik. Und bis nächstes Mal. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.